Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir ein 50-50 Sauerteigleib, sprich hefefrei gebacken, nur mit Sauerteig. 50% Vollkornmehl, 50% helles Weizenmehl. Ich mache mir zuerst einmal den Sauerteig. Dazu ist hier schon 20 Gramm Bruno, also von meiner Madre oder vom Weizensauerteig drin. 160 Gramm Wasser, ca. 35 Grad warm. Das Ganze einmal kurz so ein bisschen aufschlemmen. Der muss nicht ganz aufgelöst sein, einfach ein bisschen verteilen. Ein Drittel vom Mehl wird versäuert, das heißt von 500 Gramm Mehl total aufs Rezept 160 Gramm. Und zwar habe ich jetzt hier 100 Gramm Weizenmehl 550er und 60 Gramm Vollkornmehl gleich mit dazu. Alles durchmischen. Einmal runterwischen und dann mache ich mir noch ein Kochstück, 150 Gramm Wasser in einen Kochtopf, 30 Gramm Vollkornmehl mit dazu. Und alles zusammen auf dem Kochherd unter ständigem Rühren aufkochen. Dann nur noch in eine frische Schüssel geben, das Kochstück zudecken, in den Kühlschrank packen zum Auskühlen, den Vorteig auch zudecken und in der Küche stehen lassen. Der Sauerteig ist ready, gleich in die Küchenmaschine rein. Kochstück mit dazu, 90 Gramm Wasser. Und hier habe ich noch Mehl, 150 Gramm Weizenmehl 550er und 160 Gramm Weizen Vollkornmehl. Ab in die Küchenmaschine, den Teig mal so auf kleiner Stufe für 3-4 Minuten kneten. Dann gebe ich noch 12 Gramm Salz mit dazu und dann den Teig schön fertig kneten. Nach 3-4 Minuten das Salz beigeben. Nach 10 bis 12 Minuten ist der Teig wunderbar fertig geknetet mit einem hohen Vollkornanteil. Wollen wir den Teig nicht allzu lange kneten, nicht dass der überknetet ist. Und dann in ein gefettetes Teigbecken rein. Und diesen Teig hier kann man jetzt wunderbar ziehen. Sehr schön. Deckel drauf und für 2 bis 3 Stunden gehen lassen, in der Zwischenzeit zweimal dehnen und falten. Deckel abheben, stretchen und falten, den Teig von überall schön in die Mitte reinschlagen. Der wird schön dehnbar, guckt ihr das mal an, wie schön glatt das ist. Zudecken und weiter gehen lassen. Der Teig ist ready, gute 2 Stunden Stockgare bei mir. Aktuell relativ warm in der Wohnung, darum reichen 2 Stunden. Sonst kann es auch sein, dass du es auf 3 Stunden erhöhen musst. Der Teig sollte sich im Volumen etwa verdoppeln. Und hier durchs Mehl schleifen, glatte Fläche weg vom Mehl. Und hier mache ich es ganz, ganz einfach. Rund formen. Und dann direkt auf ein Backpapier, gar kein Gärkorb, ich nehme hier nichts, ein bisschen flach drücken, so eine Stunde gehen lassen, können wir den schön einschneiden und das gibt einen rustikalen Leib. Der Leib ist schön aufgegangen, der wird jetzt mal gestaubt, schön gleichmäßig. Da wird jetzt ein bisschen gekünstelt, senkrechte Klingenführung, so eine Welle reinschneiden, genau das gleiche hier auch nochmal ansetzen und so eine Welle rein. Hier auch nochmal den Verlauf weiter und hier auch nochmal. Hier kann man sie noch etwas andeuten und hier auch noch. Und jetzt machen wir hier noch kleine Striche rein, nicht mehr ganz so tief, nur ganz locker darüber ziehen, bei jeder Welle dann in die andere Richtung. Und jetzt zum Backen. Im vorgeheizten Ofen bei 250 Grad Dampf geben, nach 20 Minuten den Dampf entfernen und wir backen fallend, das heißt nach dem Vorheizen Temperatur auf 210 Grad zurücknehmen und etwa für 50 bis 55 Minuten backen. Abschieben, schließen und starten. So sieht diese wunderbare Perle gebacken aus und bereits ausgekühlt, sieht richtig gut aus. Die Kruste richtig zart splitternd, eher dünn und ja, das Innenleben richtig locker, luftig. So will man das haben. Richtig schön. Für Halbvollkorn
halb Weißmehl, so eine schöne Optik, nur mit Sauerteig gelockert. Da merkt man schon die verschiedenen Aromen, die leichte Kleie, die man auch rausriecht. Dann die Kruste, wirklich schön dünn, extrem splitternd. Schön knackig, schön elastische, weiche Krumenstruktur. Ein richtig leckeres Brot. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentar da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.